Ja, also ich bin Christoph, bin Physiotherapeut und mache CrossFit seit 5 Jahren. CrossFit unterscheidet sich vom Fitnessstudio in dem Sinn, dass man keine isolierten Muskulatur trainiert, sondern eigentlich im Prinzip immer versucht, die Körperdynamik mitzunehmen. Also CrossFit sollte man in dem Sinn 3 bis 4 Mal in der Woche oder 5 Mal auch trainieren. 2 Minuten, Gas geben ein bisschen. Einem Tag mehr Kraft, am anderen Tag mehr gymnastisch und am nächsten Tag Ausdauer und alle drei Dinge auch miteinander kombiniert. Also anfangs ist es bei den meisten schon so, dass wenn sie das erste Mal ins CrossFit kommen, sie einen üblen Muskelkater in den Beinen oder in den Armen haben. Aber je öfter man es macht, desto mehr adaptiert sich auch der Körper dran und ja, auch die Durchblutung wird besser in der Muskulatur und dann ist es auch nicht mehr so dramatisch. Also, natürlich ist man meistens nach dem Training fix und fertig. Aber der Körper erholt sich relativ schnell wieder.